Wann wird die Rente im Dezember 2021 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich bekomme ab dem 1. Dezember 2021 erstmals eine Altersrente bewilligt. Bekomme ich diese Altersrente noch im Dezember 2021 ausgezahlt oder erst am 3.1.2022? So eine Frage, die uns über kontakt@rentenbescheid24.de erreichte. Die Antwort gibt uns das Gesetz. In § 118 Absatz 1 SGB 6 steht geschrieben, dass laufende Geldleistungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes am Ende des Monats fällig werden, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Sie werden am letzten Bankarbeitstag dieses Monats ausgezahlt. Das heißt übersetzt für unseren Kunden, der hier eine Rente ab dem 1. Dezember 2021 erhält, dass seine Rente am letzten Bankarbeitstag des Monats Dezember 2021 ausgezahlt wird. Und der letzte Bankarbeitstag des Monats Dezember 2021 ist der 31.12.2021, nämlich ein Freitag. Und genau an diesem Freitag muss die Rente auch auf dem Konto des Versicherten, des Rentenantragstellers gutgeschrieben sein. Sie darf also nicht erst am 3.1.2022, also ein paar Tage später, auf dem Konto gutgeschrieben sein. Für alle diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die eine Rente schon vor dem 1.4.2004 beziehen, gilt die Regelung, dass die Rentenzahlung grundsätzlich am Monatsanfang für den laufenden Monat fällig werden. Und diese Rente wird immer am Monatsende des vorhergehenden Monats, am letzten Bankarbeitstag des vorhergehenden Monats gezahlt. Das heißt also, die Dezemberrente wird am letzten Bankarbeitstag des November 2021 oder des entsprechenden Folgejahres dann immer fällig werden, damit diese Rente am 1. des Folgemonats, also im Dezember, pünktlich auf dem Konto ist. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.